Er ist wieder da. Hendrik Pekeler, 2,03 Meter lang, 100 Kilo schwer und unser Turm in der Abwehr. Die WM hat er aus familiären Gründen abgesagt. Doch das ist Schnee von gestern. Ich habe mit Alfred vor der Weltmeisterschaft abgemacht, dass wir uns nach der Weltmeisterschaft nochmal unterhalten werden. Und die Situation hat sich natürlich jetzt grundlegend verändert für mich. Von daher habe ich da nicht lange überlegen müssen, um zuzusagen. Zusammen mit seinen beiden Kieler Kollegen Weinhold und Wiencheck will unser neues altes Dreigestirn unserem Team wieder mehr Stabilität in der Abwehr geben. Mit dem haben wir natürlich die Möglichkeit, unsere größten Probleme in Ägypten nicht eliminieren, sondern einfach minimieren und sind da deutlich stärker. Da habe ich natürlich auch daraus eine deutlich stärkere eine Torhüterleistung und daraus auch mehr Druck nach vorne nach gewonnenen Bällen und so weiter. Hendrik Pekeler, der eigentlich immer ruhig und still wirkt, ist innerhalb der Mannschaft aber oft ein Lautsprecher und gibt die Taktik vor. Die Taktik für diese Woche heißt ganz klar Ticket für Tokio 2021. Ja, die Olympischen Spiele sind oder ist das größte Sportereignis der Welt. Davon träumt jeder Sportler, egal in welcher Disziplin. Ich durfte in Rio schon dabei sein. Wir haben einfach das große Ziel, in Tokio auch dabei sein zu dürfen. Dafür müssen aber erstmal die Schweden und oder Slowenien geschlagen werden. Das weiß natürlich auch unser Abwehrchef. Wir haben eine starke Gruppe. Ich denke, den stärksten Gegner haben wir direkt am Anfang mit den Schweden. Aber auch die Slowenen haben vor einem Jahr eine gute EM gespielt. Es ist nicht schwer, aber es ist nicht unmachbar. Wenn wir es schaffen, wieder eine gute Deckung zu spielen und das Niveau, was bei der WM erreicht wurde, im Angriff auch wieder zeigen können, dann denke ich, dass wir gute Chancen haben, unter die ersten beiden Plätze zu kommen. Dafür wird Hendrik Pekeler wieder 3x60 Minuten alles geben.